Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Warum kann ich eigentlich hier nichts machen? Auch irgendwie so. Nee, hallo, ich bin nur zu Dekorationen da. So, wir müssen wieder zurück zu West End, aber ich spreche nochmal den Dude. Letztes Mal hat er wieder andere Angebote gehabt, vielleicht hat er ja jetzt wieder andere Angebote. Tressman V. Kampffrau. Dagmar, hast du immer anderen Posten, wenn ich mit dir rede? Ich muss einfach nur einmal das Gebäude wechseln. Beziehungsweise einmal die Zähne wechseln scheinbar. Das wechselt sich nach einer gewissen Minute ab, weil ich zwischen der letzten Aufnahme und jetzt ein bisschen Pause gemacht habe. Scheinbar ist das wirklich minutenabhängig. So, wir müssen zurück zu diesem Palma-Boss. Und ich bin gespannt, was passieren wird, wenn ich sage, ey, ja, wir haben die Tochter nicht gefunden. Ich möchte die jetzt nicht verraten. Ich habe die doch ganze Zeit hier rumgeschlagen. Als ob ich das bis jetzt nicht gefunden habe. So, dann würde ich mal sagen, ich möchte zu dieser Isigen jetzt. Dann hämmer ich hier auch nochmal überall hin. Sicher, sicher. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Ist denn so oben, ganz oben zum Schluss so? Nee, auch nicht. Falls ihr im Hintergrund was hört, meine Katzen sind am Toben. Da bist du ja. Wie sieht's aus? Du weißt, wo sich die beiden aufhalten? Nein. Was? Du weißt immer noch nicht, wo sie sind? Und da wagst du es zurückzukommen? Willst du mich zum Nahen halten oder was? Für diese Frechheit bekommst du deinen Lohn. Warte, Papa. Almina. Boss, verzeih mir. Romanzo, du wagst es noch mehr unter die Augen zu treten? Bitte tu ihm nichts. Ich habe ihn dazu überredet zu fliehen. Und er war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Papa. Boss. Mario. Hört auf mit dem Geschrei. Palmina, es ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben. Und du, Romanzo. Das ist also der Dank dafür, dass ich dich wie einen Sohn behandelt habe. Du hast mich zutiefst enttäuscht. Papa. Boss. Ich will euch beide nie wiedersehen. Verschwindet aus meinem Blickfeld. Das wolltet ihr doch sowieso, oder nicht? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten und was auch immer ihr wollt. Papa. Papa, nein, Boss. Danke, Papa. Danke, dass uns das gestattest. Boss, ich mache deine Tochter glücklich. Versprochen. Haut schon ab. Palmina, alles Gute für euch beide. Hey, Romanzo, Glückwunsch, echt? Es geht doch nichts über ein Happy End. Auf Wiedersehen, Papa, und danke. Vielen, vielen Dank. Das war alles ein Happy End. Außer die Wurst, ja, zwei Enden. Du bist ja immer noch da. Ach so, na, zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und ein Versprechen ist nun mal ein Versprechen. Da hast du dein Flugticket. Verdammt, wie sie den angehimmelt hat. Hätte ich dich doch lieber gar nicht erst beauftragt. Wirklich, da sage ich danke. Jedenfalls will ich dein blödes Gesicht nicht mehr sehen. Lass mich jetzt allein, ich muss nachdenken. Ich komme dann wieder, wenn ich ein Zugticket benötige, ne? Oh Mary, wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Falkenheim. Definitiv. Brauche ja eigentlich gar nicht zu wechseln. Ich habe ja jetzt den Schnellwechslerorden. Es hat alles ein Happy
And. Aber da muss ich jetzt einmal kurz nochmal zurück. Muss ja hier ja auch irgendwo noch was sein zum Hämmern. Einmal überall mal kurz anhämmern. Bin jetzt voll paranoia. Aha. Doch, jetzt kann ich in Ruhe weitergehen. Weil wir brauchen ja 15 für K, für Angriffs Plus, ne? Und wir haben gerade mal. Ich muss da mal kurz was erledigen, Leute. Ich glaube, von oben komme ich schneller an. Ich muss ein paar Orden besorgen. Halleluja, meine Katzenflitze, wie sonst was. Aber immer dann, wenn ich am Aufnehmen bin, sonst nicht. Deswegen ist es immer so schwer zu streamen. Zeit zum Stream zu finden, weil das ist überhaupt nicht möglich. Du musst immer darauf hoffen, dass die schlafen. Kraft Plus, bitte. Aber hier ist nichts, ne? Kann man nicht. Die mache ich hier noch mal kurz rum. So, genug Backtracking gemacht. Wohl, habe ich da schon überall rumgehämmert? So. Und dann noch mal hier. Sorry, wollte ich nicht. Wer muss denn eigentlich dahin? Ah, kann ich mit der Fähre? Okay. Nee, hier ist tatsächlich nichts. Okay. Irgendwie enttäuschend. Sidequest können wir auch mal den nächsten Mal wieder machen. Ich würde mal sagen, nach dem nächsten Kapitel, vielleicht auch vom Finale, einfach alle Nebenquests auf einmal. Ich muss gucken. Das ist ja eigentlich so irgendwie so runterholen. Naja, ich würde mal sagen, dann brechen wir auf ins nächste Gebiet. Ich weiß nicht, wie gesagt, für mich ist das hier alles wirklich klein. Falls ich mich nicht gut anstellen sollte, vergibt mir. Ihr kennt das wahrscheinlich schon alle von GameCube, ich kenne es nicht. Deswegen habt bitte Nachsicht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gibt's doch noch. Okay, das hat gerade laut gekracht. Ich bin gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gibt es doch einfach mal einen Daumen nach oben. So. Einmal speichern. So, hier habe ich mein Flugticket. Oh Junge, sieht alles gut aus. Kommst du an Bord? Yep. Bitte steig ein. Warte, ich gehe erstmal hier lang. Aha. Warte
mal kurz, kann ich nach da hinten? Aber da ist nichts. Hm. Kann ich das vielleicht so umgehen so? Nein, nein, ich wollte eigentlich... Ach ja. Vielleicht kann man auch gar nicht nach da hinten. Ist das ein Schieb-Schieb-Ballon? Auf ins dritte Kapitel, Kampf der Champions. Was für eine Aussicht. Leute, ich glaube, wir landen. Land voraus. Luftballon, so ein Handy. So groß sieht das Gebiet jetzt nicht aus. Aber gut, der Schein kann ja trügen, ne? Aber Little Reason ist nur zwei Gebäude da. Na gut, mit dem Kettenhund 3. Zweifler. Eine Insignie. Oh, Falkenheim, die Stadt in den Wolken. Bestimmt gibt es jede Menge tolle Männer in der Arena, wie aufregend. Falkenheim. Frische Bar. Geh mir, Mario, such mir das Sternjuwel. Dies ist das Luftschiff nach Loringen. Möchtest du mitfliegen? Nein. Wir sind gerade erst angekommen. Reden wir erstmal mit allen hier. Diese Hotdogs hier sind die leckersten der Welt. Und du? Bist du hier, um zu kämpfen? Ich werde dich anfeuern. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Oh, das ist also Falkenheim. Wir lieben den Kampfsport. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Oh, das ist also Falkenheim. Wir lieben den Kampfsport. Jetzt miaut die Katze noch im Hintergrund. Das wird alles... too much. Sorry, falls man das im Hintergrund hört, aber die Insignia, da komme ich noch nicht ran, ne? Nö, dafür bin ich viel zu klein. Dieser Bart, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Mario heißt so? Diesen Namen habe ich auch schon einmal gehört. Willkommen, hier treffen sich die Fans der Arena, um zu... So. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Willkommen, hier treffen sich die Fans der Arena, um zu palavern. Bitte mach es dir bequem. Beim heutigen Hauptevent setze ich der auf Aurelius. Wer will wohl sein Gegner sein? Dich habe ich hier noch nie gesehen, bist du auf der Durchreise? Ich bin besessen von Kampfsport. Also, man sieht sich. Da ist der Typ mit dem Kampfdojo wieder. Und da kann ich doch bestimmt... Warte, bevor ich da hingehe. Mach ich das erstmal weg. Ja, da sehe ich schon einen Sternsplitter. Auf Plus erhalten. Hm, praktisch. Was ist das denn gut? Da komme ich nur hier drauf. Hier kann ich schon mal speichern. Kann ich ein Foto machen? Papa, ich habe Hunger. Kaufst du mir einen Hotdog?
Lass es also fragen haben. Sieht ja ganz nett aus hier, oder? Wollen wir zunächst den Hotdog-Stand aufkaufen? Keine Sorge, ich habe Geld wie Heu. Eine Stadt, die in den Wolken schwebt, wirklich hochinteressant. Wie viel es wohl kosten würde, hier ein Wochenendhäuschen zu bauen? Warum schaust du so böse? Da ist ein Itemladen. Es folgt die Zeitansage. Zeit für einen Kaffee? Wo ist denn hier der Sternenblock? Der Sternenblock, der Sternsplitter. Ja. Diese Stadt Falkenhab schwebt in den Wolken, genau wie ich. Du bist doch gerade aus dem Luftschiff ausgestiegen, oder? Oh, wie ich dich beneide. Ich würde auch gerne fliegen, aber ich vertraue es einfach nicht. Sie habe ich schon mit dem Tod gesprochen? Ich hätte einfach nochmal mit ihm, dann weiß ich es ja wieder. Ah ja, du warst der mit den leckeren Hotdogs, genau. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Falls du hier bist, um die Kämpfe zu sehen. Das große Gebäude dort ist die Arena. Erdbeben trifft Boden und Decken. Gegner Angriffskraft 5. Na, ich hab sonst alles. Sonst hier vielleicht noch irgendwas machen? Na, sieht nicht danach aus. Würde ich mal sagen. Gehen wir doch mal hier lang. Wenn ich damit gerechnet, dass das da ein Sternsplitter ist. Chance verpasst. Chance verpasst. Arena von Falkenheim. Außenstehend ist der Zutritt verboten. Wenn ihr einen Kampf sehen wollt, benutzt bitte den Haupteingang. Mein Sohn ist ein großer Fan des ehemaligen Champions Dark Toaster. Aber Dark Toaster scheint gar nicht mehr hier zu sein. Dabei haben wir extra diese lange Reise unternommen. Ach, wirklich schade. Hey Onkel, weißt du, wo Dark Toaster ist? Nicht, ob hier vielleicht auch so ein Sternensplitter ist? Tatsache. Willkommen in der Arena. Hier kann man die spannendsten Kämpfe sehen. Weg da aus dem Weg. Ich fotografiere nur berühmte Kämpfe. Weg da aus dem Weg. Du störst meine Arbeit, du Dilettant. Hallo? Ach, guck mal, wer da wieder ist. Siehst du den kleinen Tod, der so enthusiastisch die Leute willkommen heißt? Nicht viele junge Leute zeigen heute in ihrem Job noch so viel Engagement. Ach, wenn ich an ihn denke, wird mir ganz warm ums Herz. Du liebes bisschen. Aurelius. Die Gumba-Brüder, die Panzerkämpfer, das Poki-Trio, die Knochenwerfer, Lakitum-Partner, die Banditenbande, Piranha und Co. Übersteine, die Bomber. Die Stahlbrüder, okay. Hallo, mein Süßer, ist das Schnauzer, schön dich zu sehen. Oh, hallo, mein kühler Kavalier. Obwohl, eigentlich interessiere ich mich nur für Aurelius, den Champion. Außenstehend ist der Zutritt verboten. Wenn ihr einen Kampf sehen wollt, benutzt bitte den Haupteingang. Hanoi, ich schaue mich hier weiter um. Ich bin freier Fotograf, immer auf der Suche nach einem richtigen Knüller. Ich hier oben auch rein kann.
Oh, wie aufregend. Und schau nur, Mario, dort findet gerade ein Kampf statt. Schluss jetzt mit den Kinderspielchen. Verdammter Mistkerl, willst du mich immer noch schlagen? Männer ohne Rückgrat haben hier nichts zu suchen. Du bist kaum auf dem Winde gestiegen und willst mich herausfordern. Wag das bloß nicht noch einmal. Champion, was war dein Eindruck von diesem Kampf? Von einem Kampf kann keine Rede sein. Diese Schwächlinge hier langweilen mich alle. Männer kann mir auch nur im Entferntesten das Wasser reichen. Das sind doch Waschlappen, allesamt. Wer etwas anderes behauptet, soll sich sofort zum Kampf stellen. Ich nehme jede Herausforderung an. Und wer zu feige ist, kann weiter zu Hause hocken und mit seiner Konsole spielen. Ich bin der Größte, ich bin der Champion. Das Sternjuwel. Und Mario, sieh nur. Der Meistergurt. Und ist der Stein da nicht das Sternjuwel? Oh, ganz sicher. Dieses Leuchten ist einfach unverkennbar. Und wenn das Sternjuwel ist, dann müssen wir an den Kampf teilnehmen. Und nun sollen wir den Meistergurt da einfach stehlen? Ich fürchte, wir stecken in einem ziemlichen Dilemma. Ich sage nur, Champion werden. Oh, ich wusste es, Mario. Du wirst der Champion und ich werde alles tun, um dich zu unterstützen. Also dann, wir lassen dich erstmal als Kämpfer registrieren. Oh, wie nervenzerreißend. Wir sollten sofort den Verantwortlichen aufsuchen. Wer ist denn der Hauptverantwortliche? Nein. Bist du der Hauptverantwortliche? Oh, sorry. Vielleicht du. Nö. Dann vielleicht ist derjenige ja auch draußen, ne? Oder auch nicht. Okay, wir müssen dann doch zurück. In die Falkenarena. Vielleicht müssen wir jetzt auch einfach unten rein. Irgendwo muss man uns ja anmelden können. Hey, auf ihn! Bei einem spannenden Kampf vergisst man alle Sorgen, findest du nicht auch? Genau. Oh, du bist unglaublich super. Uah! Rein baut mir angestauten Stress ab. Uah! Kampf! Ich wollte eigentlich mit den anderen hier reden. Ja, nicht du. Mit ihm hierher. Ob man alle Kraft in den Angriff oder in die Verteidigung legt, das ist die große Frage. Nur wenn man versucht mitzudenken, macht das Zuschauen richtig Spaß. Ey, kann ich mich hier durchquetschen? Nö. Was? Du willst Kämpfer werden? Darüber musst du mit dem Manager Clubborn sprechen. Das Büro des Managers hier hinten. Er müsste dort sein. Ihr also durch. Und merci beaucoup. Einmal überall dranhauen. Man weiß ja nie, ob hier vielleicht auch noch so ein Sternsplitter ist. Mal speichern. Da oben ist was. Ein Hotdog.
Da ist ein Schlüssel. Hier muss doch noch irgendwo... Gibt es ja doch keinen Sternsplitter. Das ist der Aufenthaltsraum. Der zweiten Liga, der Zutritt ist ja nicht gestattet. Wo komme ich hier wieder raus? Okay, dann, nevermind. Ich dachte wirklich, da wäre irgendwo noch so ein Sternsplitter. Dies ist der Aufenthaltsraum der zweiten Liga. Der Zutritt ist ja nicht gestattet. Unbefugter Zutritt verboten. Wo muss ich denn lang? Dies ist der Aufenthaltsraum der ersten Liga. Dies ist der Garderobe des Champions. Unbefugter Zutritt nicht gestattet. Aber doch nur zum... Was? Du möchtest Kämpfer werden? Gut, dann geh ich hinein. Klabon ist drin. Oh, merci beaucoup. Ich habe den richtigen Ort gefunden. Hey, was willst du? Das hier ist mein Reich. Hat man dir keine Manieren beigebracht, dass du ohne zu klopfen reinkommst? Was? Ein Kämpfer willst du werden? Oh, neue Kämpfer sind uns immer willkommen. Aber unsere Kämpfer sind allesamt jung, kraftvoll, energisch und kampflüsternd. Ein halbes Jahr wie du passt nicht wirklich in unser Programm. Hast du wirklich vor, der strahlende Champion unserer Arena zu werden? Ja. Okay, okay, null Problemo, ich verstehe. Ich war schließlich auch mal so ein armer Schlucker, als ich jung war. Aber mit diesem großartigen Körper habe ich mich in den Kampfsport gestürzt. Und schließlich bin ich Champion geworden. Heute steige ich nicht mehr in den Ring, aber damals habe ich so viel Geld gemacht, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben kann. Oh ja, mein Traum hat sich erfüllt, also... Merk dir eins. Tief in deinem Herzen sollst du deine Träume niemals aufgeben. Und du musst an deinen Traum glauben, um ihn wahr werden zu lassen. Hast du das kapiert? Und jetzt komm mit, na los. Jetzt schmeißt du uns vor der Kanne raus. Dann gib out once. Na, wie gefällt dir das? Das ist die Garderobe des Champions. Adios, oder? Wenn du der Champion wirst, gehört das Zimmer dir. Ganz zu schweigen von den Haufen Geld, den du bekommst. Auf dich wartet ein Leben in Reichtum und Überfluss. Und das hier ist die Garderobe für die anderen Kämpfer. Und nicht gerade grandios, aber sauber. Ich sorge dafür, dass es meinen Kämpfern an nichts fehlt. Also dann, du weißt ja, dass es auf der Welt nur einen Champion geben kann. Und Champion zu werden, ist ein hartes Stück Arbeit. Aber gerade das ist die Herausforderung. In deinen Augen sehe ich glühenden Kampfgeist. Du scheinst das Zeug zu einem Champion zu haben, da bin ich mir ganz sicher. Ach ja, wenn du wirklich Kämpfer werden willst, musst du diesen Vertrag unterzeichnen. Kein großer Akt. Würdest du einfach hier deinen Namen hinschreiben? Mario. Vertrag unterschrieben. Okay, okay. Du heißt also Mario. Schöner Name. Aber als Kämpfername ist er ein bisschen schwach. Genau, ich hab's. Dein Kämpfername ist Bomba Luigi. Ein kraftvoller Name, oder? Okay, ich weiß schon, mein Gespür für Namen ist nicht das Schlechteste. Von nun an heißt du Bomba Luigi. Liefer uns heiße Kämpfe. Mein Bruder heißt Luigi. So, jetzt bist du ein Kämpfer. Totskova? Ja, bitte? Sie haben gerufen? Wir haben einen neuen Kämpfer, Bomba Luigi. Bring ihn in seinen Aufenthaltsraum.
Verstanden, Herr Clubbone. Also dann, komm mit. Meine Brille, die rutscht immer. Da du jetzt zu den Kämpfern gehörst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Also zunächst, was Herr Clubbone sagt, ist Gesetz, befolge seine Anweisungen. Laut Vertrag darfst du deine Registrierung nicht ohne seine Erlaubnis kündigen. Darüber hinaus gibt es noch so viele Regeln zu beachten, aber dazu komme ich später. Also das hier ist dein Aufenthaltsraum. Du beginnst als Zweitligist. Wenn dir dieses schmuddelige Zimmer missfällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich an diesen Computer. Gegen wen du antrittst, entscheidet Herr Clubbone. Du darfst nicht ablehnen. Probier es doch gleich, geh zum Computer und logge dich mit A ein. Wähle deinen Ranglistenkampf. Erstmal schaue ich mich hier um. Ich gehe gleich wieder auf meinen üblichen Spaziergang. Gar nicht so übel. Wenn du irgendetwas wissen willst, frag mich ruhig. Schließlich bin ich viel erfahrener als du. Du solltest auf jeden Fall gut auf deine Gesundheit achten. Und du solltest überflüssigen Fehler vermeiden. Automatisches Registrierungssystem, was möchtest du? Ranglistenkampf. Hallo Bomber. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Im ersten Kampf wirst du gegen die Goomba-Brüder antreten. Ganz easy, glaub mir. Zeig mir einen knackigen Kampf. Und sorge für Stimmung im Publikum. Zeig ihnen mindestens eine Show-Einlage. Die übrigen Regeln wird dir Todd Scofer erklären. Also, good luck. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Digger ist derjenige, der zuerst die KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Aber es reicht nicht zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens eine Showanlage liefern. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bist du bis Rang 11 aufgestiegen, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Ja. Also gut. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Gut, aber ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, Tüdelü.